meine Arbeit ist ja eine künstlerische, forensische Arbeit. Und wichtig ist ja auch, dass meine Arbeiten was von der Landschaft erzählen. Es ist einfach dramatisch, was da aktuell passiert in Brasilien, Bolivien sowie in Paraguay. Der Prozess geht immer schneller und Menschen verlieren ihren Boden. Und deswegen ist es für mich eine Bürgerscholle. Schon allein dieser eine Quadratmeter, was da passiert, ja, wie wir daran schuld sind, dass jetzt dieser eine Quadratmeter so aussieht, wie er jetzt aussieht. Große Gebiete brennen, der Gletscher zieht sich zurück. Tote Schneckengehäuse und schwarzer Boden. Ich bezeichne es als Menschendreck. Bewusstsein zu entwickeln, das ist eben mein Anliegen dafür.